Die Landesregierung hat am 11. Januar Erleichterungen für Menschen mit einer Corona-Auffrischungsimpfung beschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin mit. Zunächst aber bekam der Berater der Landesregierung, der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali, das Wort. Wir werden also zunehmend Impfdurchbrüche sehen. Und das wiederum bedeutet, dass wir dringend auch Geimpften empfehlen, ihre Kontakte einzuschränken und vor allen Dingen auch auf Maske tragen zu achten. Es ist nicht mehr so, dass man als Geimpfter von einer Infektion geschützt ist, wohl aber einen guten Schutz hat vor einem schweren Verlauf. Kaderali wies außerdem darauf hin, dass die Omikron-Variante andere Symptome hervorrufen kann, wie beispielsweise starke Kopfschmerzen und Durchfall. Auf das Frühjahr und den Sommer sieht der Experte der Landesregierung trotz der aktuellen Lage vorsichtig optimistisch. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte gute Nachrichten für geboosterte Menschen im Land dabei. Insbesondere das Boostern ist jetzt wichtig, auch das sehen wir. Und deshalb wollen wir auch die Maßnahmen für die Menschen, die schon geboostert sind, erleichtern. Ab morgen gilt die neue Corona-Landesverordnung, die im Wesentlichen die bisherigen Regeln hat. Aber neu ist, dass ab morgen alle, die geboostert sind, ab sofort ohne Test bei 2G+ ins Restaurant können oder eben auch in die anderen Bereiche. Das ist eine Erleichterung für alle, die geboostert sind. Zudem hat die Landesregierung beschlossen, die sogenannte Absonderungspflicht im Fall einer Corona-Infektion von 14 Tagen auf 10 Tagen zu reduzieren. In bestimmten Fällen, wie beispielsweise bei Mitarbeitern von Pflegeheimen oder Krankenhäusern, kann dieser Zeitraum auf 7 Tage heruntergesetzt werden. Voraussetzung dafür ist ein negativer PCR-Test.